Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Ich versuche jetzt noch ein bisschen das Tageslicht einzufangen und ich hoffe, dass es über das Video noch hält, sonst muss ich doch noch irgendwie die Softbox aufstellen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, es war eine sehr sonnige, aber kalte Woche, die mir zumindest vom Wetter doch sehr, sehr gut getan hat. Und einfach, wenn es hell ist, wenn man zu früh irgendwie rausgeht und auch mittags und auch abends, wenn man aus der Arbeit rausgeht in der Frühschichtwoche, dann geht es einem mir auf jeden Fall viel, viel besser. Allerdings hatte ich die Woche tatsächlich doch so ein bisschen auch mit meinem Kreislauf zu kämpfen. Besonders am Donnerstag ging es mir nicht ganz so gut. Da hatte ich wirklich extrem Schwindel und ja, das war nicht wirklich schön. Zum Glück habe ich ein Hörbuch gehört, das mich dann ein bisschen unterhalten hat, denn Lesen ging gefühlt leider an dem Tag gar nicht. Ich habe ja einen Film diese Woche geguckt, eine neue Serie angefangen und Die Hücke gelesen. Aber ich denke, ich zeige euch wie immer zuerst. Jetzt kommt die Sonne wieder so von der Seite, wo sie mich gleich anblenden würde. Ich setze mich gleich mal ein bisschen um. Ja, aber wir wollen sie nicht aussperren, von daher alles gut. Aber man merkt, dass sie jetzt so langsam untergeht. Ja, wir starten mit den Büchern der Woche. Und zwar mein erstes Buch war am Wochenende Lange Beine, kurze Lügen von Michael Buchinger. Ein YouTuber, dessen Humor ich unglaublich mag und den ich schon lange Jahre verfolge. Und immer wieder gerade seine Hasslisten absolut grandios finde, weil eigentlich bin ich keine, die dieses Wort Hass oft in den Mund nimmt. Aber wenn er so seine Gedanken dazu beiträgt, denke ich mir, ja, er hat absolut recht, das sind Dinge, die kann man nur hassen. Dann habe ich das erste Buch von Bruno Baumann gelesen, also nicht das erste Buch von ihm, sondern das erste Buch, was ich von ihm sozusagen gelesen habe, Der Wüstengänger. Ich habe noch drei Bücher von ihm hier. Ich habe ja die beiden Podcasts, die es auf Weltwach gab, absolut verschlungen. Und ja, war ganz gespannt, was er eben über die verschiedensten Wüsten auf unserer Welt zu erzählen hat und habe mich sehr gefreut, das im Grunde zu lesen. Dann habe ich das neue Buch von Annalena Karnau gelesen, Wenn ich nicht genug bin. Ein Jugendbuch mit einem sehr ernsten Thema, das sie aber wirklich ganz, ganz toll rübergebracht hat, was ich ja, so dazu gedacht habe, dazu dann natürlich mehr. Und jetzt kommt natürlich die Sonne mitten in mein Gesicht. Ach, was soll man das sagen? Gehört habe ich bereits ja in der Vorwoche, da hatte ich das schon ein bisschen erzählt und ich habe es gleich komplett im Gesicht. Aber ihr macht einfach die Augen zu, so wie ich das bei Hörbüchern sehr gerne mache. Ja, Traum des Lebens von Jeffrey Archer wurde gehört, habe ich jetzt knapp zwei Wochen dran gehört, was nicht irgendwie an dem Buch selbst lag, sondern eben auch einfach an der Hörzeit von 17 Stunden oder 20 Stunden, 18 Stunden irgendwie so, was natürlich nicht einfach so in der Woche gefühlt tatsächlich zu hören geht, weil ich ja doch auch sehr viel gelesen habe und dieses Hörbuch aber doch sehr oft genossen habe, gerade am Abend und wenn ich halt unterwegs irgendwas zu tun hatte. Und das letzte Buch der Woche, was ich dann auch am Freitagabend gelesen habe, ist der neue Stephen King, Erhebung, eine Novelle aus dem Heine Verlag. Ich bin ein bisschen verwundert, dass man jetzt Novellen von Stephen King als einzelnes Buch herausbringt. Früher hat man die ja doch mal öfter gesammelt und hat dann Novellen- oder Kurzgeschichtenband draus gemacht, weil ich muss sagen, 12 Euro, ich glaube, für knapp 120 oder 140 Seiten. Das ist schon Preis, das muss man ganz klar sagen. Also, dass da 10 Seiten einen Euro kosten, wenn man sich das mal so umrechnet, das ist schon, ja. Aber es ist halt Stephen King. Ich habe es vom Verlag bekommen, bin auch da sehr dankbar. Und ja, deswegen steht auch irgendwo in der Ecke Werbung, denn es sind natürlich Rezensionsexemplare hier mit dabei, die ich nicht alle einzeln immer benennen werde. Ihr findet alle Infos wie immer unten in der Infobox. Ihr findet hier auch einen Link zum Buch über einen Affiliate-Link und ist auch alles erklärt und natürlich auch die Buchinfos und auch welches Buch ein Rezensionsexemplar war, aber das findet ihr alles. Guckt da rein, was euch da interessiert. Ha, so, atmen wir jetzt einfach einmal durch. Ich nehme die Sonne jetzt einfach so, wie sie ist. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass sie mir jetzt total ins Gesicht blendet, aber es wäre jetzt einfach zu schade, den Rollo runterzumachen, weil dann wäre es definitiv zu dunkel. Und lieber haben wir zu viel Sonne als zu wenig. Ja, das erste Buch der Woche war Lange Beine, kurze Lügen von Michael Buchinger. Michael Buchinger ist ein YouTuber, der vor allem eher über lustige Themen spricht. Sie sind sehr zynisch, sehr ironisch. Er selbst ist ja auch Kolumnist und das ist jetzt, glaube ich, auch schon sein zweites Buch. Ihr findet seinen Kanal auch mal unten in der Infobox und ich folge ihm schon viele Jahre. Ich liebe seinen wienerischen Akzent, seinen sehr speziellen, ironischen, sarkastischen, zynischen Humor.
kann da sehr mitlachen und mag einfach seine Videos. Es gibt nicht jedes Video, was mich irgendwie fesselt und begeistert, aber so im Großen und Ganzen mag ich seinen Kanal seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, wenn man jemanden jahrelang zuschaut, zuhört, dann zeigt das einfach auch nur, dass man ihn einfach so im Ganzen sehr, sehr gut findet. Ja, das ist sein zweites Buch. Das erste Buch hat sich tatsächlich, glaube ich, eher um Hass gekümmert. Er ist ja auch bekannt für seine monatlichen Hasslisten. Und das hatte mich aber gar nicht so angesprochen. Aber hier auf seine Lügen, warum er sie verwendet und in welchen Momenten er lügt, das musste ich einfach lesen. Und ich fand es großartig. Das kann man einfach dazu sagen. Es ist natürlich ein sehr kurzes Buch. Man darf es nicht zu ernst nehmen. Aber Michael Buchinger erzählt uns hier eben seine kleinen Lügen, die er im Laufe seines Lebens verwendet hat oder sogar noch verwendet. Und er macht dann sogar ein Experiment und versucht eine Woche nicht zu lügen und merkt dann, dass er damit doch vielen Menschen mal vor den Kopf stößt. Und ich musste so oft lachen, ich habe so oft geschmunzelt und ich fand es einfach grandios, was Michael Buchinger uns da erzählt, wie das Leben mit Menschen eben einfach funktioniert. Und wie großartig wir Menschen manchmal einfach daran sind, dass wir irgendwann unsere eigenen Lügen gar nicht mehr wissen. Er selbst hat wohl sogar eine Liste mit Lügen, die er erzählt und warum er diese erzählt. Und es gab so viele Dinge, worüber ich gelacht habe. Also es geht alleine los über bestimmte Bekannte von ihm, die er eigentlich nicht mag, man sich aber halt trifft, weil man will ja nicht sagen, du bist doof. Und dann in seiner lügenfreien Woche sagt er es den Menschen doch. Und das ist eigentlich, ich finde das großartig. Ich musste sehr, sehr viel lachen. Und man kann jetzt gar nicht so viel zum Inhalt verraten oder erzählen, weil es geht halt wirklich um unterschiedlichste Lügen, angefangen von der Frage, wie geht es dir? Und du antwortest mit gut. Und eigentlich geht es dir nicht gut. Und was passieren würde, wenn du jedem erzählen würdest, wie es dir wirklich geht? Und auch wie der Gegenüber darüber dann reagiert, dass er dann auf einmal darauf ja reagieren muss, dass du ihm eben nicht einfach erzählst, wie gut es dir geht und wie grandios er das einfach gemacht hat. Also natürlich sollte man nicht lügen, gar keine Frage, aber es gibt natürlich immer Lügen, die irgendwie noch einen Zweck haben, einen Sinn haben, und Michael Buchinger bringt das großartig rüber. Ich fand seinen Stil sehr, sehr lustig, sehr unterhalten. Man hört seine Stimme so im Kopf und es ist einfach toll. Es ist, als wenn er einem das Buch im Grunde vorliest. Es gibt das auch als Hörbuch, wer das gerne möchte. Ich habe es jetzt eben einfach an einem Nachmittag weggelesen und fand es auch großartig. Also Michael Buchinger hat hier wirklich meinen Nerv getroffen und auch ich fand es wirklich toll. Jetzt ist die Sonne gefühlt schon wieder viel zu weit weg. Ich hoffe, es wird jetzt nicht gleich zu dunkel. Und ja, ich fand's toll, hat mir viel, viel Spaß gebracht. Und wer einfach mal lachen möchte, wer leichte Buchkosten möchte, ihr wisst, dass das nicht immer so mein Fall ist, aber in dem Fall fand ich es eben einfach toll, weil ich sehr, sehr viel gelacht habe und das einfach so, ja, genau mein Humor einfach auch trifft, und das hat er einfach toll gemacht. Also es sind natürlich auch ein paar ernste Themen mit drin, wie eben auch seine Magersucht und wie man sich da in Lügen verstrickt. Und ja, das ist natürlich schon dann auch was zum Nachdenken, wo man dann auch einfach seine Mitmenschen vielleicht beobachten muss, ob die gerade dazu neigen, solche Lügen zu verwenden. Aber ich fand das wirklich toll. Ich habe, ja, ich sag's nochmal, viel gelacht. Für mich wirklich ein Highlight-Buch. Hat Spaß gemacht und war kurzweilig und sehr unterhaltend. Dann das erste Buch, was ich jetzt von Bruno Baumann gelesen habe, ist Der Wüstengänger, meine Reise durch die Sandmeere der Welt. Ich habe ja im Oktober beide Podcasts von Weltwach mit ihm gehört, wo er zum einen eben über seine Berichte über, ja, die Wüstenreisen erzählt, aber dann natürlich auch, da er ja auch Bergsteiger ist, über seine Reisen in den Himalaya, nach Tibet, und das habe ich auch Bücher noch hier, Gott sei Dank. Es ist also das erste von vier Büchern, die ich mir im Oktober zugelegt habe, und es war jetzt einfach Zeit, Bruno Baumann eben auch einfach mal seine Erfahrungen etwas detaillierter zu folgen. Ich hatte im Kopf absolut die Stimme von Bruno Baumann, ich habe ihn vor Augen, es sind einige Bilder von ihm auch enthalten, und ich habe natürlich auch nach dem Podcast, ja, natürlich nach ihm gegoogelt, wie das so in der heutigen Welt ist. Hier sehen wir ein Bild mit einem Kamel. Es sind Landkarten enthalten, wo welche, jetzt habe ich hier so einen weißen Kreisel im Gesicht, aber oh, meine Güte, also ich, wenn ich jetzt in die Kamera gucke, ja, entschuldigt, das ist halt irgendwie ein bisschen chaotisch. Wir haben auch eine Weltkarte, wo abgebildet ist, wo welche Wüste ist, und er kennzeichnet eben auch, über welche Wüste er jetzt spricht. Ja, der Weltwach-Podcast hat mich total angefixt. Ich war total, ja, fasziniert von diesem Menschen,
der einfach durch Wüsten läuft. Und es ist natürlich nicht irgendwie einfach, sondern es gehört eine ganze Portion Vorbereitung, Disziplin dazu, da einfach mal durch eine Wüste zu laufen. Wir erleben sehr viele seiner Abenteuer. Ich glaube, er selbst möchte das gar nicht so nennen. Aber wir erleben eben mit ihm, was er in den unterschiedlichsten Wüsten erfährt. Und was ich ganz besonders faszinierend finde, war einfach seine Liebe zu den Wüsten. Und auch ich war ja schon ein, zwei Mal in der Wüste, allerdings natürlich nur zu Beginn einer Wüste, wenn man eben in der Sahara ist und da irgendwie eine Quad-Tour macht oder eine Nomaden-Tour. Und das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Bruno Baumann erlebt. Aber ich kann die Liebe absolut nachvollziehen. Und dieses Buch ist eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen Bruno Baumann und den Wüsten. Und das klingt erstmal total verrückt. Man spürt aber diese Leidenschaft von Bruno Baumann absolut in diesem Buch. Man merkt, mit welcher Euphorie er im Grunde darüber spricht, was er erlebt, wie er die Dinge sieht, wenn er 3 Seiten lang nur über den Blick zu den Sternen erzählt und was ihm das gibt, oder wenn er allein einfach loszieht am nächsten Morgen, wissen, dass seine Karawane ja natürlich ihn dann irgendwann aufholt und er einfach der erste Mensch an diesem Tag in dieser Wüste ist. Und wenn man nur, ach, das finde ich so faszinierend. Und wenn er dann auch noch erzählt, dass man sich eine Woche nicht wäscht, dass man nur 3 Liter Wasser am Tag hat, dass man immer als nächstes Ziel die Wasserquelle hat, man muss die erreichen, sonst hat man kein Wasser mehr. Und was dann auch eben mit Kamelen passiert, mit der ganzen Karawane, die da unterwegs ist, wie das in unterschiedlichen Ländern, was da für Herausforderungen auf ihn gewartet haben. Und ich bin total fasziniert. Also ich spüre seine Begeisterung, ich spüre seine Faszination, die hat sich total auf mich übertragen und ich konnte das alles so gut nachvollziehen. Ich bin kein Abenteurer und ich bin bestimmt kein Mensch, der eine Wüste durchquert. Also ich halte mich ja für viel, aber also man soll ja auch niemals nie sagen, viele fangen ja auch erst viel, viel später an, diese Leidenschaft bei sich zu entdecken. Aber ich glaube nicht, dass ich so dazu neige. Vielleicht doch, wer weiß. Also man soll ja niemals nie sagen. Aber ich kann einfach absolut gut nachvollziehen, was in Bruno Baumann vorgeht, weil er das so toll rüberbringt. Er erzählt das, als wenn man einfach nebeneinander sitzt bei einem Kaffee und er erzählt davon. Und das ist so, so menschlich, so echt, so wahr. Und man spürt einfach diese Faszination durch dieses Buch. Und es hat mich total begeistert zurückgelassen. Ich habe die Seiten geliebt. Ich habe seine Berichte über die verschiedenen Wüsten sehr genossen, welche Unterschiede es einfach auch zwischen den Wüsten gibt, welche Unterschiede auch bei den Mitläufern sozusagen entstanden ist und ich finde das faszinierend. Und ich kann die Faszination dieses toten Landes, was ja gefühlt eigentlich eine Sahara ist oder eine Wüste ist, und dass sie dann doch eigentlich viel lebendiger ist, als man denkt. Ich konnte das so verstehen und ich konnte diese Leidenschaft dafür so verstehen. Das ist wie, ich kann das verstehen. Also auch ich saß schon da und dachte, das ist einfach beeindruckend. Dieses Fleckchen Erde, das so anders ist als alles drumherum und so anders, als man das kennt. Und wie sich Menschen früher auch davor gefürchtet haben, dass die Wüste im Grunde irgendwann ihr Schicksal ist, dass sie näher kommt. Das ist ja auch heute noch eine Angst, wenn man an die Klimaerwärmung denkt, dass sich die Wüsten, diese heißen Ländergebiete ausbreiten und dass sie ja sehr wenig Lebensraum auch zurücklassen. Und ich fand das toll. Also ich bin absolut hin und weg. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, weil es mich wirklich euphorisch zurückgelassen hat. Ich bin so froh, dass ich noch 3 andere Bücher von ihm hier habe. Ich glaube, auch eine beschäftigt sich noch mit der Wüste. Die beiden anderen gehen dann eher in diese Bergrichtungen. Es sollte natürlich ein bisschen abwechslungsreich sein, aber ich fand es großartig. Ich finde auch Bruno Baumann kann das total gut rüberbringen. Leider gibt es keine Veranstaltung von ihm. Also er geht ja auch so ein bisschen auf Tour, sage ich mal, und stellt diese Reisen vor. Leider ist da nichts in meiner Nähe dabei, aber ich halte da auf jeden Fall die Augen offen, weil ich fand das einfach großartig und war wirklich begeistert und war für mich wirklich ein Highlight auch dieser Woche. Und mit einem Highlight sollte es direkt weitergehen, so ein bisschen parallel. Als E-Book habe ich gelesen, Wenn ich nicht genug bin, von Annalena Karnau. Ein ganz anderes Buch, das muss man ganz klar dazu sagen. Ich habe von Annalena Karnau die erste Staffel der X-Reihe gelesen. Es ist ja eine Jugendbuch-Zombie-apokalyptische Geschichte, die ich wirklich sehr spannend, packend und gut fand. Gerade weil der Fokus nicht so auf den Zombies war, sondern eher auf die Menschen gelegt war und durch das Jugendliche natürlich einfach ein bisschen seichter, also im Vergleich zu The Walking Dead zum Beispiel, war. Hat mir die erste Staffel sehr, sehr gut gefallen. Die erste Staffel waren 4 Bücher und ich glaube, mittlerweile sind wir in der 2. Staffel. Und
und das sind dann nochmal 4 Bücher. Und auch Elenas Rabe habe ich, glaube ich, vor 1,5 Jahren, als es rausgekommen ist, gelesen, was mir auch schon sehr, sehr gut gefallen hat. Ich war sehr, sehr gespannt, was mich bei diesem Buch erwartet, was ein wunderschönes Cover hat, wo ich finde, man eigentlich etwas ganz anderes erwartet, als man dann bekommt, was ich aber gut finde und es dann am Ende doch irgendwie wieder stimmt. Und ich finde, solche Cover sind immer etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, wir haben hier ein sehr ernstes Jugendbuchthema. Wir treffen auf Joe, eigentlich Johanna, die in einer Familie lebt, wo der Vater arbeiten geht, aber es gefühlt eben vorne und hinten einfach nicht reicht. Und sie sich mit ihren 2 Geschwistern im Grunde irgendwie ja die Eltern auch teilen muss und natürlich auch das wenig vorhandene Geld teilen muss. Sie selbst möchte aber irgendwie natürlich dazugehören. Sie möchte mit Freunden Party machen, sie möchte neue Klamotten, sie möchte mal eine Frisur vom Friseur und sie möchte eben einfach genug sein für alle. Sie möchte die ehrliche, tolle Tochter für ihre Eltern sein, sie will die gute Freundin, die Party macht für ihre Freunde sein und sie möchte natürlich eine tolle Schülerin sein und sie möchte auch einem speziellen Jungen gut genug sein und das ist im Grunde so ihr Ziel, aber das ist natürlich gar nicht so einfach und spätestens als sich Johanna oder Joe dann eben ja so in Lügen verstrickt und auch das Geld klauen anfängt, weiß man, dass das irgendwie nicht der richtige Weg ist und sie selbst weiß das und diesen Konflikt erleben wir in dieser Geschichte mit, denn ja, wir sehen die Geschichte, das Leben komplett von Joe vor uns. Wir verfolgen sie, wir begleiten sie, wir hören ihre Gedanken und ihre Gefühle, ihr Zwiespalt, den sie irgendwie hat. Und man kann es einfach unglaublich gut verstehen. Ich selbst zum Glück habe keine solchen extremen Erfahrungen gemacht. Ich meine, klar, dass man als Jugendlicher nicht unendlich viel Geld zur Verfügung hatte, das ist so. Man hat ein Taschengeld und damit musste man auskommen. Aber diese extreme Armut, wie sie Joe erlebt, kenne ich zum Glück nicht und bin da auch wirklich meinen Eltern sehr, sehr dankbar für und konnte mich aber dennoch gut in Joe hineinversetzen. Denn wir alle denken doch irgendwann, dass wir irgendwas ganz, ganz Wichtiges, ganz Dringendes sofort brauchen, aber einfach das Geld fehlt. Das kennt man sogar als Erwachsener. Das ist gar keine Frage, sind die Wünsche halt größer, dann ist es nicht unbedingt der Lippenstift, sondern irgendeine geile Handtasche, wo man jetzt denkt, die braucht man unbedingt, eigentlich braucht man diesen Unfug überhaupt nicht. Aber das lernt man natürlich erst, wenn man ein bisschen älter ist und ein bisschen mehr im Leben auch erlebt hat, was jetzt, ihr versteht, wie ich das meine. Ich konnte Joe absolut gut nachvollziehen. Ich fand, wie Annalena Kanau dieses Buch geschrieben hat, voller Emotionen, voller Angst, voller Zwiespalt, voll, eigentlich weiß ich, was richtig ist und doch tue ich das Falsche und dann mache ich mir wieder Gedanken, weil ich das Falsche gemacht habe, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ich finde das großartig. Ich fand, das hat Annalena Kanau unglaublich gut beschrieben. Also man spürt diese Unsicherheit von Joe wirklich bis ins Mark. Ich hatte so oft einen Kloß im Hals. Es war emotional wirklich mitreißen. Es hat einen mit irgendwie in die Tiefe gezogen und am Ende hat es einen ausgespuckt und man hat lange was noch von dieser Geschichte. Also auch heute berührt mich diese Geschichte ein paar Tage später immer noch und ich bin immer noch mit meinen Gedanken bei Joe und ich wollte ihr so gerne helfen und manchmal hätte ich sie auch am liebsten geschüttelt, aber ich konnte das natürlich nicht. Ich stehe ja hier so draußen und lese dieses Buch und denke mir, Mensch, 20 Jahre später ist das alles nicht mehr so wichtig und vergiss deine Freunde, die einfach immer nur größer, weiter, höher wollen, das ist nicht wichtig, konzentriere dich auf das im Innern, auf deine Familie und das möchte man ihr zurufen, kann es aber nicht und eigentlich weiß sie das alles, aber sie ignoriert es und das ist dieser Zwiespalt, den man, glaube ich, als Jugendlicher unglaublich gut kennt und auch an den ich mich durchaus gut erinnere und das ist so der Blick von heute auf damals und im Innern ist man aber im Damals, das hat Annalena Kanner unglaublich gut rübergebracht und ich war wirklich so in mir selbst dann auch zwiegespalten. Dennoch ist das Buch in einer wunderbaren, flüssigen Lockerheit geschrieben, weil es ist natürlich auch ein Jugendbuch, was einen so durch die Geschichte gleiten lässt und das ist so eigentlich ein totaler Widerspruch. Dennoch hat es für mich absolut gepasst und überzeugt. Annalena Kanner hat das für mich wirklich Hammer gemacht. Es ist ein ernstes Jugendbuchthema, das sie ernst rübergebracht hat, trotzdem flüssig, echt und lebendig diese Geschichte erzählt und nicht immer nur das Negative, sondern eben auch, dass es durchaus schöne Dinge in der Jugend gibt. Mancher mag das jetzt glauben, mancher nicht. Und auch so diese erste Verliebtheit, dieses Familienleben, was da besteht, was für eine Beziehung hat sie zu ihrem großen Bruder, zu ihrer kleinen Schwester, zu den Eltern, zu der Großmutter, zu scheinbar besten Freunden. All das hat so eine Dynamik und auch die Dialoge, das ist wirklich großartig gemacht. Und ich finde, Annalena Kanner hat hier einen Riesensprung gemacht, seitdem ich im Grunde den vierten Teil der X-Reihe gelesen habe, der auch schon toll war und auch für ein Jugendbuch wirklich großartig war. Und ich möchte nicht damit
damit sagen, dass sich das unbedingt ausschließt, aber es ist natürlich schon ein anderer Stil, wenn es ein Jugendbuch ist, als wenn es eben ein Erwachsenenroman ist. Ich finde halt, wenn man mich mit meinen 35 noch catchen kann und begeistern kann, dann hat man da einfach absolut was richtig gemacht. Und so kann ich das Buch von Annalena Karnau absolut nur empfehlen. Wer mal etwas Ernsteres lesen möchte, auch kein Problem hat mit jugendlichen Protagonisten, der ist hier absolut richtig. Wer vielleicht auch seinen eigenen Kindern, die Jugendlichen sind, einfach mal ein ernsteres Thema zeigen möchte und sagen könnte, Mensch, es geht nicht allen so gut wie uns oder es geht ja jemandem ähnlich wie uns oder wie auch immer. Ich finde, dass dieses Buch wirklich dafür absolut geeignet ist und ich finde es wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Jugendbuch, was ich wirklich verschlungen habe und was mich wirklich ernsthaft zurückgelassen hat. Eine Woche vorher habe ich schon begonnen, ein Hörbuch zu hören. Ich habe es in der letzten Bücherwoche auch schon angedeutet. Es ist Traum des Lebens von Jeffrey Archer. Es ist sein neues Buch und nach der Clifton-Saga bin ich ja ein absoluter Jeffrey Archer-Fan geworden. Ich fand die Clifton-Saga einfach nur großartig. Nicht umsonst steht sie hier, obwohl ich keins der Bücher gelesen habe, sondern es ja als Hörbuch weggesuchtet habe. Was an dem wunderbaren Sprecher Erich Reuker lag, der auch dieses Hörbuch von Jeffrey Archer spricht. Und ich bin ein absoluter Fan von ihm. Ich finde, er bringt das unglaublich atmosphärisch rüber. Er spricht das wirklich mit einer Intensität und die Stimme bleibt in einem und hallt auch unglaublich nach. Das Buch hat, glaube ich, um die 700 Seiten. Dementsprechend war es eben auch einfach lange etwas zu hören. Und da ich ja zwischendurch auch immer mal wieder Podcast höre, muss ich da meine Lesezeiten jetzt irgendwie, ich muss das mal ein bisschen im Kopf sortieren und nicht zu einem extrem verfallen und ja, aber Traum des Lebens, ich habe versucht, jeden Tag in das Hörbuch reinzuhören, das ist mir auch relativ gut gelungen, meistens auch so am Abend die halbe Stunde, bevor ich wirklich schlafe und ich bin niemand, der beim Hörbuch hören einschläft, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, weil ich auch tatsächlich nur Hörbücher höre, die ich spannend finde und nicht zum Einschlafen höre, also anders wäre es wohl, würde ich mir jetzt Benjamin Blümchen anhören oder ja, das ist, glaube ich, so meine Einschlafhilfe. 5 Minuten Benjamin Blümchen reichen und ich schlafe. Also bei jedem Schlafproblem Benjamin Blümchen hilft. Bei normalen Hörbüchern dieser Art kann ich nicht einschlafen, weil ich einfach so der Geschichte folge und mein Film im Kopf meistens so abläuft, dass ich da überhaupt kein Gefühl der Müdigkeit bekomme. Also zum Runterkommen brauche ich was anderes als ein Hörbuch. Nur so, ja, also ich höre dann tatsächlich eine halbe Stunde, mache es aus. Und dann schlafe ich eigentlich relativ gut dann danach auch ein. Ja, die Geschichte von Traum des Lebens beginnt 1968 in Leningrad, im damaligen Russland. Und dort herrscht ein sehr tyrannisches, diktatorisches, politisches Geschehen. Hat das jetzt sinnlich gemacht in dem Satz? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Und der KGB ist dort ja sehr hoch im Kurs und es gibt sehr viele Spitzel und Spione und jeder horcht eigentlich jedem aus. Und wir treffen auf den jungen Alex und seine Mutter, dessen Vater, weil er eben nicht so richtig KGB-tauglich war, wurde ermordet. Beide müssen jetzt so ein bisschen gucken, wie sie um die Runden kommen. Und eines Tages schafft es der Bruder von Elena, die beiden über ein Frachtschiff in einem Container in eine bessere Zukunft zu schicken. Und es gibt zwei Container, zwei Frachter. Das eine geht nach Großbritannien und das andere in die USA. Und beide werfen eine Münze, um dann im Grunde das Leben dort zu beginnen. Und beide Leben beginnen dann. Einmal sind wir in London und begleiten Sascha und zum anderen begleiten wir Alex in den USA. Und ich war hier eigentlich noch nicht verwirrt. Jetzt werdet ihr euch wundern, warum bist du dann jetzt verwirrt? Jetzt frage ich mich schon in der dritten Form selbst eine Frage. Ja, für mich ging die Geschichte dann tatsächlich nicht parallel so richtig weiter, sondern schon, ich habe hier zwei verschiedene Jungs. Ich habe mich auch noch gar nicht gewundert, dass die Mutter gleich heißt, wenn ich ehrlich bin. Und für mich hatte ich einfach das Gefühl, vielleicht gab es eben einfach nur einen anderen Jungen mit seiner Mutter, der dann einfach als zweite Wahl in den Container gestiegen ist. So im Nachgang ist das total bescheuert, was ich gedacht habe. Aber ja, also wir erleben tatsächlich die Geschichte von Alex und seiner Mutter sowohl in den USA als auch in England. Ich verstehe noch nicht, warum er in England dann aber Sascha heißt, was wahrscheinlich den Grund hatte, damit wir nicht total verwirrt sind, was ich im Nachgang aber dann doch irgendwie war. Wie ihr merkt, ich bin immer noch verwirrt. Aber ja, am Ende löst es sich dann irgendwie schon. Da, also die Erklärung, dass dann im Grunde, dass das dann tatsächlich schon der gleiche Junge ist auf zwei Kontinenten, das
sagt eigentlich schon der Klappentext. Ich habe es aber irgendwie nicht gerafft. Aber für alle die, die dieses Buch jetzt starten, es ist im Grunde der gleiche Junge mit der gleichen Mutter, die auch gleich heißt, mir aber nicht komisch vorkam. Ja, und wir erleben eben die Geschichte von Alex und seiner Mutter sowohl in den USA als in England. Wollen wir einfach mal weitermachen. Und über 30 Jahre begleiten wir im Grunde den Jungen und wie er eben vom Jungen zum Mann wird, welche Karriere er einschlägt, welchen Weg er einschlägt, wie er eine Familie gründet und wie seine Welt im Grunde und sein Leben irgendwie weitergeht. Und Jeffrey Archer kann eins, und das ist Lebensgeschichten schreiben. Das konnte er für mich schon in der Clifton-Saga. Er hat hier wunderbare Leben beschrieben, ja nicht nur eins, wir haben hier sehr viele Perspektiven in der Clifton-Saga und das schafft er für mich eben auch hier. Er beschreibt für mich die amerikanische Welt wirklich wunderbar, dieser Aufbruch in den 70ern, 80ern, die Angst vorm Kalten Krieg und wie sie dann im Grunde weitergeht, was für Fragen sich Amerika stellt. Und das Gleiche natürlich, wie geht es in England weiter? Wir haben hier natürlich auch die Probleme mit gerade der Sowjetunion, mit dem russischen Teil auch von Deutschland. Was passiert hier in England und wie sind diese Geschichten irgendwie doch verflochten? Aber ja, wie geht der Weg von Alex? Und das kann für meine Begrifflichkeit Jeffrey Archer wirklich unglaublich gut. Ich finde, er kann schreiben, er kann Lebensgeschichten erschaffen, er kann die wirklich nahe bringen, er schafft Charaktere, die tiefgründig sind, die echt sind, die sich einfach anfühlen, als hätten sie wirklich dieses Leben gelebt. Und dazu schafft er eben auch immer ein Miteinander dieser Charaktere in ihrer eigenen Welt, die sich so echt und wahrhaftig anfühlt. Darum natürlich dann das Politische. Was man bei Jeffrey Archer einfach merkt, dass er sich dafür interessiert, dass er das verfolgt. Und wir haben hier die verschiedenen politischen und natürlich auch dann, wenn man an das Königreich England denkt, die Probleme, die da irgendwie herrschten und dieses, wie sich das aufbildet in 30 Jahren, wirklich großartig. Auch die Entwicklung, die natürlich die Politik nimmt, einfach ganz, ganz toll. Das macht er für mich wirklich wahnsinnig gut. Und total grandios fand ich, als dann unser Sascha in England einen Harry Clifton-Roman liest. Das war für mich so geil. Ich saß davor, ich habe das so gefeiert. Ich musste darüber so lachen und dachte mir, oh mein Gott, ist das verrückt. Aber es war großartig. Ich hoffe, das Licht hält jetzt noch ein Stück. Der Schreibstil, ich liebe ihn. Ich folge ihm gerne. Es gibt keinen langen Moment, in dem meine Gedanken irgendwie wegschweifen. Ich bin immer in der Geschichte. Es läuft immer ein Film und es ist immer so wunderbarer Hörenflow, wie ich das gerne nenne. Und es ist ganz, ganz toll. Allerdings muss ich ehrlich sagen, irgendwann ist dieses politische Thema auch nicht mehr spannend. Ja, Jeffrey Archer liebt es, Wahlkämpfe zu zeigen, wie Politik funktioniert, wie sie auf unterschiedlichen Kontinenten funktioniert. Aber irgendwann denkt man sich, ja, ich habe es jetzt verstanden, dass du gerne wohl Politiker geworden wärst. Ja, wir kennen es schon aus der Clifton-Saga. Ja, wir kennen es schon aus der Cain und Abel-Reihe. Und ja, jetzt ist dann auch mal gut. Nicht jeder Auswanderer, Einwanderer, Umwanderer wird entweder Bankvorsteher, Präsident eines Landes, Senator, hat irgendwas mit Politik am Hut und ist dann deswegen trotzdem nicht erfolgreich. Also man kann auch mit anderen Karrieren als einer Politkarriere irgendwie erfolgreich sein. Und ich würde mir wünschen, dass Jeffrey Archer einfach mal die Politik rechts liegen lässt und uns auch mal einen anderen Weg zeigt. Weil man kann eben auch ohne große Karriere erfolgreich sein und ohne, dass man da 1000 Fans um einen stehen und wollen, dass man irgendwie Präsident wird oder was auch immer. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört. Es wiederholt sich für mich einfach. Es ist jetzt die dritte Geschichte von Jeffrey Archer, die ich lese, also die Clifton-Saga, Cain und Abel. Und dann sind wir jetzt hier in dem Traum des Lebens. Gar keine Frage, das kann er, aber irgendwann möchte ich auch mal vielleicht einen normalen Menschen verfolgen, der irgendwas aus sich macht. Und wenn er meinetwegen Röntgen heißt und die Röntgenstrahlen sich ausdenkt, ich weiß es nicht, ich meine, dann wäre er immer noch ein Extrem, aber einfach auch mal so ein bisschen normaler, normalere Probleme, wie es auch in der Clifton-Saga zu vielen Teilen war, das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Und was ich dann eben auch einfach am Ende total verwirrend fand, was scheinbar jedem klar ist, der dieses Buch liest und mir irgendwie nicht, ist, dass eben Sascha und Alex ein und derselbe Junge sind. Und das habe ich dann tatsächlich von einem guten Freund gehört, der das nach 100 Seiten schon irgendwie für sich so beschlossen hat. Ich habe das in Rezensionen gelesen. Ich habe mit mit einer Kollegin und auch mit noch einer anderen lieben Freundin, die jetzt so mittendrin sind, die automatisch sagen, oh, welche Welt findest du besser? Und ich denke, Leute, wieso ist euch denn das so von vornherein klar? Deswegen sage ich es allen, die dann am Ende nicht so verwirrt sein sollen wie ich, es ist ein und derselbe Junge mit einer alternativen Geschichte, wenn man eigentlich so möchte,
wer dann am Ende, wie das sich auflöst, mich hat das total verwirrt zurückgelassen. Ich dachte, hä? Ja, es war mir irgendwie nicht klar. Der Klappentext sagt es. Ich habe den Klappentext nochmal gelesen und dann, hier steht eigentlich schon drin, dass es nur Alex und seine Mutter sind, die dann eben sich für einen Kontinent entscheiden. Und das steht hier drin. Wieso bin ich da nicht? Also wieso ist mein Geist da so abwegig geworden? Ich weiß es nicht. Mich hat das tatsächlich sehr verwirrt und diese Verwirrung muss man nicht haben, weil ich glaube, wenn man es einfach weiß, dann ist das irgendwie am Ende nicht ganz so, hä? Ja, mich hat das verwirrt. Aber gut. Ja, das sind meine Kritikpunkte, meine zwei, dass ich eben aus meiner eigenen Dummheit heraus irgendwie verwirrt war und dass eben diese Wiederholungen mit dieser Politik, dass ich irgendwo denke, jetzt ist dann eben auch einfach mal gut. Lieber Jeffrey Archer, schreib mal was anders. Ansonsten war es ein grandioses Hörerlebnis, es hat wieder Spaß gemacht und mich hat Jeffrey Archer jetzt wirklich wieder wunderbar unterhalten und ich freue mich auf sein neues Buch, was Anfang des Jahres kommt, Triumph, irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe auch keinen Klappentext gelesen. Aber ich freue mich drauf, dass Jeffrey Archer gerade wohl so einen guten Buchlauf hat, wenn man das so sagen kann. Und das letzte Buch der Woche, und ich hoffe, das Licht kriegt uns jetzt die letzten 10 Minuten noch hin, war dann ein neuer Stephen King, und zwar Erhebung. Ja, dieser ist mir vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Es ist ein sehr dünnes Buch mit 140 Seiten, ist eigentlich eine Novelle, so würde ich es zumindest nennen, von der Länge her. Und spielt so ein bisschen in dem Universum, was wir auch durch Gwendys Wunschkasten aus dem letzten Jahr kennen. Wir sind in Castle Rock und wir treffen auf Scott. Und ja, hinten steht jetzt gar kein Preis mehr, aber hat, glaube ich, 12 Euro gekostet, ja. Wir treffen auf Scott in Castle Rock und ja, wir treffen ihn, als er gerade zu einem alten guten Freund geht, der eigentlich mal Arzt war, jetzt aber im Ruhestand ist. Und er ihm im Grunde erzählt, du, ich wiege auf der Waage immer weniger, aber meine Figur hat sich eigentlich nicht verändert. Und wir sprechen da nicht von 1-2 Kilo, wo einem das vielleicht noch nicht verwundern könnte. Wir sprechen hier von 12-13 Kilo und immer mehr. Denn Scott wird laut Waage immer dünner und schlanker, aber von außen sieht er irgendwie noch gleich aus. Zudem erleben wir in Castle Rock auch mal etwas ganz, ganz anderes, was sehr neuartig ist. Denn wir haben ein lesbisches Paar in der Nachbarschaft von Scott, was Stephen King wohl eingebaut hat, weil es gerade irgendwie ein aktuelles Thema ist. Und dazu neigt Stephen King eigentlich nicht, denn er zeigt uns eigentlich, dass alle Fehler, die wir tun und alles Politische, was irgendwie nicht gut läuft, immer wieder in jedem Jahrzehnt schlecht laufen könnte. Hier nimmt er aber ein Thema, was ich sehr wichtig finde, sehr gut finde und was er auch sehr echt gezeigt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich mir von Erhebung erwartet habe. Zudem sieht es ja ganz, ganz anders aus als andere Stephen King Bücher. Man verzichtet jetzt irgendwie auf die typische King-Schrift und ich weiß noch nicht, warum Heine da so verschiedene Varianten macht, warum es irgendwie immer wieder mal ein Hardcover gibt, dann gibt es mal ein Taschenbuch und ich bin da irgendwie unschlüssig. Ich weiß nicht, ich bin ganz froh, dass ich da gar keinen Wert drauf lege, weil ich glaube, sonst wäre man irgendwie genervt von dieser Nicht-Einigkeit, die der Verlag da an den Tag legt. Was habe ich von dem Buch erwartet? Ja, ich habe eigentlich so ein bisschen gedacht, dass er mich an Thinner, also Dünner erinnern wird, was er ja unter Pseudonym herausgebracht hat. Und ich dachte, vielleicht ist Scott einfach so ein bisschen ähnlich wie unser damaliger Charakter, der eben dünner wird. Aber Scott wird ja nicht dünner im körperlichen Sinne, sondern nur im Gewichtssinn. Und das war natürlich schon was ich sehr interessant fand. Auch, dass es in Castle Rock spielt, ist natürlich großartig. Man kennt viele Orte, man kennt viele Bewohner und Dinge, die in dieser Stadt passiert sind. Und das hat mir wirklich auch wieder viel Spaß gemacht. Aber irgendwie hat mir die Geschichte nichts gesagt. Und ich habe da jetzt auch schon intensiv darüber nachgedacht, was mir Stephen King auf diesen 140 Seiten sagen wollte. Außer, dass er irgendwie mit dem Zeigefinger gegen die Politik zeigt, dass er so manches Klischee erfüllt und ja, auch einfach, ja, es ist nicht richtig Grusel, es ist kein Horror, es ist kein Thriller, es hat irgendwas Zeitgenössisches, aber auch irgendwas Universelles und ja, wir sind ja nicht von Rache geplagt, sondern eher von Authentizität, die vielleicht irgendwie fehlt und wir vielleicht deswegen dünner werden. Ich bin irgendwie sehr unschlüssig. Stephen King kann schreiben, ich glaube, das muss ich überhaupt nicht sagen. Aber es hat mich irgendwie nicht fesseln können, es hat mich nicht gepackt. Ich habe es irgendwie gelesen, war dann fertig und dachte mir, und jetzt? Ja, ich bin kein Fan von Kurzgeschichten, auch nicht von Novellen, die mit 120 Seiten oder 140 Seiten ja schon ein bisschen länger sind. Für mich braucht Stephen King immer ganz viel Zeit, um das in mir auszulösen, was ich bei Stephen King liebe. Das schafft er auf 140 Seiten nicht. Aber ich stehe irgendwie so da und denke, ja, es war irgendwie gut und ja, vielleicht nehme ich auch was mit, aber was? Also ich
Vielleicht bin ich aber einfach zu doof und verstehe es nicht. Ich kann mir nicht so richtig helfen. Und eine ähnliche Reaktion gab es von Phil und auch von Thorsten. Und da dachte ich mir, okay, ich bin irgendwie nicht die Einzige. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie nicht schlüssig, was ich mit diesem Buch tun soll, was es mir sagen möchte und warum Stephen King es geschrieben hat. Und ich kann tatsächlich gar nicht mehr dazu sagen. Also zum Inhalt möchte ich nicht mehr sagen, denn 140 Seiten, das ist nicht viel. Und das sind einfach meine Gefühle, die mir nach dem Lesen durch den Kopf gegangen sind. Und sie haben sich auch Stunden des Nachdenkens später, nicht verändert. Ich hatte keine Erhebung und auch keine Erleuchtung. Und ich weiß nicht, vielleicht wollte er genau das in mir auslösen, dass ich so eine Leere in mir spüre und mir denke, warum? Wenn er das wollte, hat das Stephen King geschafft. Ja. Ja. Alles in allem aber eine doch sehr, sehr gelungene, unterhaltsame Bücherwoche, wo ich gar nicht meckern kann. Also wirklich drei Highlight-Bücher, ein sehr, sehr gelungenes Buch von Jeffrey Archer und irgendwie ein Ich-bin-unschlüssig-Buch, was nicht schlecht war, von Stephen King. Ich finde, das ist gar nicht so verkehrt. Das ist eine gute Aussage. Ja, zudem habe ich mir in Vorbereitung auf den Kinofilm Fantastische Tierwesen 1 angeguckt. Ich bin ein Potterhead und ich liebe Fantastische Tierwesen. Ich bin ein absoluter Newt Scamander-Fan. Ich liebe ihn unglaublich. Ich liebe seine Tierwesen, die er hat. Ich finde diese Idee, dieses New York der 20er Jahre und dann erleben wir eben hier die magische Welt und die Nomads, das sind ja die Muggel in den USA und ich bin total begeistert von dieser Geschichte und ich fand die einfach großartig. Ich mag die Verfilmung, ich mag es, wie mir dieses New York der 20er Jahre auch gezeigt wird. Ich stehe auf diese Nebencharaktere und natürlich auf die Vorgeschichte von Harry Potter, auf einen Dumbledore, den wir ja in Teil 2 auf jeden Fall treffen. Und ich weiß gar nicht, darf man verraten, dass eigentlich Grindelwald hier auftaucht? Ich hab's jetzt verraten. Ja, und natürlich diese ganze Vorgeschichte dazu und wie Grindelwald so wurde, wie er wird und keine Ahnung, was uns alles im zweiten Teil erwartet. Ich gehe am Dienstag ins Kino und ich versuche am Mittwoch früh auch ein Video dazu zu drehen. Ich habe ja eine Spätschichtwoche, sodass ihr theoretisch am Donnerstag das Video dazu gesehen habt, wenn alles gut lief. Ja, liebe Zukunft, Steffi, sag mir doch mal, ob das hinkommt. Also ihr wisst dann jetzt natürlich schon, ob ich das Video hochgeladen habe zum zweiten Teil oder ob das vielleicht dann erst am Dienstag kommt, je nachdem, ob ich Mittwoch früh zum Drehen kam. Es ist manchmal ein bisschen verstörend, aber ja, ich möchte ins Kino gehen. In eurer Zeit war ich aber dann schon im Kino und vielleicht habt ihr ein Video dazu gesehen und ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Ihr könnt es mir theoretisch ja schon in die Kommentare schreiben. Ja, ich freue mich auf den zweiten Teil wirklich sehr, auch wenn es sehr kritische Stimmen aus den USA gibt und auch vereinzelt in Deutschland gibt. Es gibt aber genauso gut schon positive, unglaublich positive Stimmen und ich freue mich drauf, einfach mir meine eigene Meinung bilden zu können und einfach so in dieses Potter-Universum zurückzukommen. Dann habe ich die neue Hücke gelesen, der habe ich jetzt aber auch knapp 2 Wochen immer mal wieder gelesen. Die liegt ja neben mir im Bett und immer wenn ich morgens vor dem Wecker aufstehe und denke, oh, jetzt hast du 10 Minuten Zeit dazu gewonnen, lese ich sehr gerne in der Hücke. Jetzt werden sich alle fragen, meine Güte, sie steht vor ihrem Wecker auf und nutzt die Zeit zum Lesen. Ist sie verrückt? Ja. Ja, ich lese unglaublich gerne in der Hücke. Ich liebe es einfach auch mal, wenn man irgendwo zwischen 2 Sachen Zeit hat, zu sagen, ich lese mir jetzt einen Artikel durch und man kann da kurz abtauchen und durchatmen, ankommen im Hier und Jetzt und ich mag die Hücke unglaublich gerne. Ich glaube wirklich mit der Flow sind das die 2 Magazine, die mich in diesem Mindstyle wirklich am meisten unterstützen, mir am meisten etwas bringen und mich einfach so ins Hier holen und das machen diese beiden und auch die Hücke ist wieder wirklich ganz, ganz toll mit ganz tollen Artikeln und auch einigen Rezepten und ja, die nächste Hücke kommt dann auch erst im Januar und muss ich noch in meinem Bullet Journal schreiben, dass ich das nicht vergesse. Und ja, man hat hier eben auch 12 Keksrezepte, vielleicht probieren wir da tatsächlich mal aus. Schon sehr weihnachtlich, winterlich, aber stört mich zum Glück nicht. So, ja, dann habe ich mit der 2. Staffel von The Sinner angefangen, habe aber, glaube ich, erst 3 Folgen geguckt in der letzten Woche, wenn es nicht erst 2 waren. Ich denke, dass ich dazu mehr in der nächsten Bücherwoche erzählen werde. Zum einen wird es jetzt einfach dunkel und es macht dann keinen Spaß mehr, ich glaube, mir zuzugucken und auch ich hier so im Dunkeln dann zu sitzen. Zum anderen möchte ich, glaube ich, was zu der Staffel einfach erzählen, wenn ich sie fertig habe. Ich habe nicht mit The Walking Dead weitergemacht und auch sonst kamen keine Filme oder sonstigem irgendwie in meinem Fernsehen. Ich habe halt wirklich viel
gelesen und gehört. Ja, shame on me sozusagen, wo ist die Glocke? Nein, brauchen wir nicht. Ich finde das ganz gut, so wie das ist. Und da es jetzt immer dunkler wird und es für euch, glaube ich, keinen Spaß mehr macht, mich nicht zu sehen und auch für mich keinen Spaß macht, dann jetzt demnächst im Dunkeln da zu sitzen, denke ich, es war es jetzt auch schon für diese Bücherwoche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit ihr, mit meinen Büchern, die ich euch vorgestellt habe. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Packt mir auch in die Kommentare, welche Bücher ihr vielleicht gelesen habt, was ein absolutes Highlight der letzten Zeit für euch war, was eher ein Flop und wie ihr vielleicht auch die Bücher, die ich euch vorgestellt habe, findet, insofern ihr die vielleicht schon kennt oder noch auf dem Sub habt. Immer her mit euren Gedanken, würde ich mich sehr, sehr über den Austausch freuen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.